Hallo, es gibt wieder Ideen für euch aus der Redaktion. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen. Ich zeige euch heute noch das herkömmliche Rippenmuster mit Nooking. Ich habe also die Maschen nun wieder auf den Hilfsfaden gelegt. Hebe die erste Masche ab. Die rechten Maschen gehen wie gewohnt. Bei den linken nehme ich den Haken zu Hilfe, um die Masche zu drehen. Ich ziehe also die Masche nach rechts, ziehen und dann den Faden durcharbeiten. Den Faden dabei vor die Arbeit legen und durchziehen. Vor die Arbeit legen Diese linke Masche ist also etwas komplizierter, erzeugt aber eine gerade rechte Masche, verhindert also, dass sie verschränkt auf der Nadel liegt. Nun den Hilfsfaden wieder durchziehen und die Maschen wieder auf die Nadel legen. Also noch einmal. Mit dem Haken die Masche nach rechts ziehen und den Faden durchholen. Den Faden zuvor immer vor die Arbeit legen. So klappt das Rippenmuster. Ich wünsche euch viel Spaß damit.